Willkommen zu einer neuen Folge vom Kinderwunsch-Podcast von Elternreise mit Magdalena und Andreas Hacklinger. Hallo, herzlich willkommen. Wenn du das erste Mal heute dabei bist, dann wollen wir ganz kurz erzählen, wer sind wir überhaupt und was machen wir. Wir bieten nämlich jetzt Kinderwunsch-Coaching an, da wir selbst eine lange Kinderwunschzeit hatten, nämlich über 5 Jahre. Genau, und deswegen haben wir uns entschieden, unsere Erfahrungen an andere Frauen, Männer und Paare weiterzugeben. Und wir geben euch jeden Tag mehrmals sozusagen Impulse über unsere Webseite. Und jede Woche gibt es eine neue Folge von unserem Kinderwunsch-Podcast. Also wenn ihr die vergangenen Folgen noch nicht kennt, hört doch dort einfach mal rein über Spotify, Google Podcasts oder Apple. Sind wir überall zu finden. Wir geben euch nämlich das Wissen weiter, was wir uns in dieser ganzen Zeit angelesen haben, selbst auch probiert haben. Und ja, das geht ganz viel um Veränderungen, wie ihr euch im Kinderwunsch unterstützen könnt. Und das als Paar. So, jetzt in dieser Folge geht es um Trinkwasser und wie wichtig gutes Wasser für den Kinderwunsch ist. Genau, wir hatten es in der 9. Folge bereits etwas angesprochen, dass wir dazu mal eine Folge machen werden, denn da ging es um das Thema Genuss und Verzicht im Kinderwunsch, also sehr viel zu dem Thema Ernährung. Und neben Essen ist natürlich für den Körper Trinken essentiell und von daher widmen wir uns in einer einzelnen Podcast-Folge auch mal dem Thema Trinkwasser. Denn bei uns hat es ehrlich gesagt ein bisschen gedauert, bis wir auch festgestellt haben, wie wichtig gutes Wasser tatsächlich ist. Also wir kommen aus dem Süden von Deutschland, ganz konkret aus München, und sind während unserer Kinderwunschzeit von der Stadt aufs Land gezogen, auch mit der Hoffnung, dass wir da gutes Wasser haben. Also wir haben immer schon eher Leitungswasser getrunken und ja, da haben wir dann die Erfahrung machen müssen, dass es gar nicht so unbedingt bestens ist, wenn du Wasser aus der Leitung trinkst. Natürlich hängt es davon ab, wo bist du. Aber wie gesagt, das darf ein Thema sein in der Folge hier. Trinkwasser aus dem Hahn. Aber wir gehen auch noch ein bisschen stärker gleich ein auf überhaupt Getränke und auch natürlich Wasser, das du kaufen kannst. Mhm. Genau, aber starten wir doch mal so mit den Basics, also Essen und Trinken geben uns Energie. Neben dem Atmen natürlich ist es wichtig, damit wir als Menschen unseren Körper optimal versorgen. Und in der Kinderwunschzeit, damit wir unsere Fruchtbarkeit steigern können, sollten wir natürlich unserem Körper die optimale Energie geben. Man kann das ja ein Stück weit so vergleichen, dass man als Sportler sozusagen sich optimal für den Wettkampf, also für die Olympischen Spiele, für Weltmeisterschaften etc. vorbereitet. Und da sollte man natürlich nichts unversucht lassen und sich dort umschauen, was kann ich denn da gegebenenfalls noch optimieren. Und der Bereich Trinken ist eben etwas, womit relativ wenig Aufwand viel erreicht werden kann. Denn der Körper besteht ja, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber zu 70% aus Wasser ungefähr. Und dementsprechend ist es natürlich wichtig, was man zu sich führt. Also und früher haben wir auch mehr Säfte getrunken. Wir haben schon beide eigentlich so gut wie nie viel süße Getränke wie Cola, Fanta, oder Limonaden, um jetzt keine Hersteller da zu nennen, konsumiert. Das ist natürlich auch schon ein wichtiger Punkt, dass man am besten, also unsere Empfehlung soweit, dass wir jetzt auch jahrelang machen, am besten einfach eben nur Wasser zu trinken und das am besten je nach Körpergewicht, also 2 bis 3 Liter am Tag. Ja, das wird empfohlen. Natürlich ist es gar nicht so einfach, Wasser zu trinken. Das ist das Feedback, was ich von einigen auch höre aus dem Kinderwunsch-Coaching heraus, dass es durchaus auch schon eher so, Regel ist, dass man auch gerne zuckerhaltige Getränke nimmt oder denkt, ja, mit Süßungsmitteln, das ist doch nicht so schlimm. Also steige ich einfach um von der gesüßten Limonade mit Zucker auf die mit Süßungsmitteln. Ja, da wäre es sinnvoll, dass du dich dahinter fragst, was denn da wieder drin ist, künstliches, was du deinem Körper zuführst und ob das wirklich gut ist. Andere Möglichkeit wäre ja zum Beispiel auch noch Tees zu trinken. Ja, da gibt es ja auch viele
Tees für die Fruchtbarkeit. Also da können wir auch noch mal ein, zwei auch verlinken. Ist natürlich auch gut, weil man dann nicht nur Wasser trinkt, sondern vielleicht auch irgendwelche Tees. Da sollte man ja auch schauen, dass da natürlich das keine gesüßten Tees sind. Aber es gibt auch den Tipp, wenn man jetzt wirklich Trinkwasser zu sich nimmt, dass man da vielleicht einen Schuss Zitrone, Minze oder irgendwelche Kräuter reinmacht. Aber prinzipiell ist es ja sozusagen immer die Ausgangsbasis, also das Trinkwasser. Und da werden wir jetzt gleich nochmal ein bisschen mehr drüber sprechen, woher das kommt oder woher man das nehmen sollte. Und Magdalena, hast du jetzt dazu halt dem ja, Wasser trinken an sich noch was sagen? Vielleicht noch auch, dass man eben mittags dann oder zum Essen kein Wasser trinkt, oder? Ja, das ist wichtig, was wir auch umgestellt haben, dass es wichtig ist, dass du deinem Magen da auch die Zeit gibst zur Verdauung. Und man sagt dann auch, dass man maximal ein Glas Wasser zum Essen trinken soll und lieber mindestens eine halbe Stunde davor oder auf jeden Fall mindestens eine halbe Stunde nach dem Essen trinkt. Das ist einfach wirklich viel besser für die ganze Verdauung. Also wenn ihr jetzt natürlich in der Arbeit irgendwie essen geht oder irgendwas und dann tut ihr zum Essen mal eine Apfelschorle trinken oder sowas, dann ja, geht die Welt bestimmt nicht unter. Aber oftmals ist es ja so, dass man das, das kenne ich aus meinem Arbeitsleben, wenn ich da in die Kantine gegangen bin, habe ich jeden Mittag habe ich dann irgendwie vielleicht 0,5 Apfelschorle oder was getrunken. Und der Hintergrund ist, dass man einfach natürlich neben dem Essen dann das Wasser zu sich nimmt und dann hat der Magen natürlich nicht mit der Magensäure auch so viel zu tun. Also letztendlich wird das Ganze verdünnt und es ist natürlich besser, wenn du vielleicht halt vor dem Essen schon was trinkst. Da hat man auch oftmals nicht so viel Hunger und nach dem Essen und dann eben wieder in Pausen. Und da können wir auch gleich mal drauf eingehen, wie man das schaffen kann, dass du über den Tag verteilst, eben mehr trinken kannst. Ja, und ich wollte auch noch schnell sagen zu dem ganzen Punkt Trinken und Schorlen. Also der Punkt ist ja auch, egal ob du jetzt Mineralwasser trinkst oder Fruchtsaftschorlen, das ist ja meistens wirklich mit Kohlensäure. Und das habe ich zum Beispiel auch ganz lange falsch gemacht. Ich habe eine ganz lange Zeit Mineralwasser getrunken, also wirklich mit Kohlensäure versetzt, weil ich gedacht habe, ja, das ist doch wirklich gut und lieber trinke ich da aus dem Discounter, ja, einfach eine große Flasche Wasser mit Kohlensäure über den Tag verteilt statt, ja, Säfte. Aber du machst natürlich, ist immer so ein Abwägen natürlich. Aber ich war da echt felsenfest von überzeugt, weil ich aber dachte, dann trinke ich wenigstens viel. Und ja, das ist natürlich nicht so gut, weil du da übersäuerst. Das ist vielleicht ein Punkt, den ganz viele nicht wissen. Das mit der ganzen Kohlensäure, wie es halt einfach schon sagt, du da einfach entsprechend übersäuerst. Obwohl ich schon auch feststelle, mit der Thematik beschäftigen sich immer mehr Menschen. Was ist überhaupt gutes Wasser? Und deswegen ist es ja so wichtig, dass man einfach mal in einer Podcast-Folge auch drüber spricht. Noch dazu muss man ja sagen, sind dann natürlich die kohlensäurehaltigen Getränke dann meistens in Plastikflaschen, wobei es natürlich auch Glasflaschen gibt, das ist auch klar. Und ja, da sollte man sich natürlich auch Gedanken machen, was kaufen wir da ein? Da müssen wir uns ein Stück weit natürlich auch trotzdem immer wieder auch in die eigene Nase fassen, wo wir jetzt gerade im Wohnmobil unterwegs sind, ging das nicht immer, aber wir haben uns auch zum Beispiel halt Glasflaschen gekauft. Und füllen die ab. Und so ganz optimal ist es bei uns auch nicht. Wir machen ja auch dann die Folge heute so, weil wir uns damit beschäftigen, auch jetzt hier unterwegs nochmal einen Wasserfilter zu kaufen und unterwegs mit dabei zu haben. Denn das war auch ein Punkt, der uns in der Kinderwunschzeit begleitet hat und sehr viel geholfen hat. Denn Magdalenas Opa hatte einen Wasserfilter. Und der hat eben auf dem Land soweit dann eben das Wasser gefiltert und wir haben uns dort immer in Glasflaschen das Wasser abgefüllt und jetzt sagen vielleicht viele, oh, warum? Ja, unser Trinkwasser in Deutschland ist ja gut und auch wo wir früher in München waren, hieß immer, oh, Top-Trinkwasserqualität. Doch da ist halt einfach wichtig zu wissen, dass in der heutigen Zeit viele Medikamentenrückstände, natürlich auch von der Antibabypille, also wo ja Östrogen drin ist, im Wasser vorhanden ist. Und das nimmt Mann und Frau oder Frau und Mann dann eben zu sich. Und das, da wo wir uns damals auch ein bisschen beschäftigt haben,
hat uns dazu gebracht, dass wir ja geschaut haben, dass wir das Ganze als gefiltertes Wasser zu uns nehmen. Denn da ist ein Nachweis eben, dass zum Beispiel Medikamentenrückstände oder eben auch Plastikrückstände und sowas eben wirklich rausgefiltert werden kann. Ein ganz wichtiger Punkt. Also wirklich mit den Medikamentenrückständen, das war für uns tatsächlich der Punkt, dass wir gesagt haben, wir machen diesen Test, diesen Selbstversuch mit dem Trinkwasser, das eben über einen sehr guten, sehr hochwertigen Wasserfilter kommt. Und vor allem natürlich die Erfahrung von meinem Großvater und auch meiner Mutter, die beide diesen Filter haben und uns da positive Erfahrungsberichte gesagt hatten, was sich im Körper bei ihnen verändert hatten. Das war für uns echt ein Punkt, dass wir gesagt haben, ja, wir testen das, wir versuchen das. Und ich muss wirklich sagen, oh, wir haben diesen Filter schon jetzt auf unserer Reise sehr vermisst und überlegen schon seit Beginn, was können wir denn hier machen. Aber wie gesagt, das eher als Anreiz, euch damit zu beschäftigen, was ist für euch der beste Weg? Wie könnt ihr schauen, dass ihr wirklich hochwertiges Wasser zu euch nehmt? Denn Andreas hat vorhin erwähnt, es gibt natürlich sehr gutes Wasser aus Glasflaschen. Nur ist natürlich der Punkt immer, viele mögen es nicht, das Kisten schleppen und Glasflaschen sind natürlich schwerer, weil das Glas natürlich auch noch Gewicht hat. Nur macht es wirklich so Sinn, sich damit zu beschäftigen. Also da möchte ich echt immer wieder so einen kleinen Anstupser geben. Und einfach mal zu probieren. Also manche sagen auch, das Wasser schmeckt anders. Ich behaupte auch, ich schmecke das, ob Wasser eher hochwertig ist oder welche Qualität das Wasser hat. Und das hat aber auch gedauert, muss ich auch wirklich sagen. Gerade aktuell bin ich dankbar, dass wir hier einen Ort gefunden haben, wo wir auch wirklich Wasser, Trinkwasser so bekommen, in der Glasflasche wieder uns das abfüllen können. Wo man natürlich auch sagen muss, auch in Italien gibt es Medikamentenrückstände Natürlich, und ja. natürlich, das ist jetzt nicht der Optimalfall und deswegen, wie gesagt, haben wir ja schon eine Lösung auch gefunden, die wir demnächst dann, denke ich mal, umsetzen werden, dass man eben auch im Wohnmobil einen Filter hat oder generell dann in der Wohnung. Also da haben wir auch eine Partnerfirma. Wer da Interesse besteht, kann sich dann gerne an uns wenden. Dann geben wir Informationen gerne weiter. Aber klar, das ist natürlich, muss man sich auch überlegen, ist erstmal, das wollen wir nicht verschweigen, ein Investitionsaufwand. Und da schaut man vielleicht auch so ein bisschen davor, denn man hat ja das Wasser normalerweise einfach so und warum soll man jetzt dann Filter einbauen? Aber langfristig zahlt sich das halt auf die Gesundheit aus, weil man ja so eine große Menge über sein Leben lang verteilt eben zu sich nimmt. Und da ist es schon wichtig, eben ja hochwertiges Wasser sozusagen in sich reinzukippen, denn im Auto werden die meisten auch kein ganz günstiges Öl geben oder ganz günstiges Benzin. Okay, Benzin ist vielleicht schon was anderes, da schauen die meisten Leute auch noch irgendwie auf, wie sie da sparen können. Aber ja, das kennt man ja auch, dass man wirklich halt bei einzelnen Punkten schaut, oh, dass da nur das Beste ist und bei sich selber trifft es dann nicht zu. Wir könnten da noch ein paar Tipps weitergeben, wie es manche vielleicht schaffen. Jetzt sind wir schon vorhin auf die Umstellung von anderen Getränken auf überhaupt Wasser gekommen, aber wie man es auch schaffen kann, überhaupt generell mehr Wasser zu trinken. Denn viele vergessen das am Tag über und denken sich am Abend, oh je, was habe ich eigentlich an Wasser überhaupt zu mir genommen? Oh je, waren gleich vielleicht einfach nur 3 Gläser, das ist ja viel zu wenig. Da könnte man noch ein paar Tipps geben. Naja, also wenn ihr als Paar ja, zu Hause seid oder halt auch am Wochenende dann zu Hause seid, dann könnt ihr natürlich auch schauen, dass ihr jeweils eine Flasche macht und daraus trinkt. Wer da irgendwie den Ansporn hat, könntet ihr natürlich auch irgendwie so ein bisschen so ein Battle machen. Also dass ihr halt schaut, also ein Wettbewerb, wie viel hat jeder so über den Tag verteilt getrunken. Wobei jetzt an einem Stück zu viel zu trinken, ist meistens für den Körper auch wieder nicht gut. Oder jetzt, ihr solltet auch jetzt nicht irgendwie es übertreiben und 10 Liter am Tag trinken. Aber das wäre eine Möglichkeit natürlich zu schauen, hey, schau mal, da für diejenigen, die auch gerne messen, kann ich euch empfehlen, euch mal auf, also ich habe jetzt ja ein iPhone auf Apple Health, das anzuschauen, dann gibt es auch die Möglichkeit sozusagen zu erfassen, wie viel Wasser jeden Tag getrunken wird. Neben dem, was ich zum Beispiel nutze, den Schrittzähler. Dazu gibt es ja, habe ich glaube ich schon mal in einer anderen Folge auch erwähnt, einen Blogbeitrag auch zum Thema Bewegung und Sport im Kinderwunsch. Aber das wären so Maßnahmen und dass ihr euch eben wirklich irgendwie Flaschen kauft und die immer zu Hause eben hinstellt, so dass es wirklich dann sichtbar ist. Genau, diesen Punkt, den wollte ich auch noch unbedingt erwähnen. Unbedingt hinstellen,
in deinem Blickfeld, je nachdem, ob du vielleicht jetzt aktuell in dieser Zeit im Homeoffice viel arbeitest, an deinen Schreibtisch stellen, neben dem PC, Laptop oder wo auch immer du das da bist. Oder wenn du eher in Bewegung arbeitest, halt einfach eine Flasche, dir eine gute Flasche gönnst und kaufst, wo du wirklich auch Spaß dran hast, die zu öffnen und so draus zu trinken. Also da können wir auch noch mal schauen, ob wir dir da was verlinken können, was uns da Spaß gemacht hat, womit wir da angefangen haben, dass wir echt auch Lust hatten, daraus zu trinken, weil es macht viel aus. Manche trinken halt lieber aus der Flasche und eben nicht aus dem Glas, weil manche sagen auch, ja, ich trinke ja pro Stunde ein Glas Wasser, also stellen sich ein Glas Wasser hin, manche nehmen einfach die Flasche lieber. Naja, und wenn wir über Trinkwasser sprechen, sollten wir natürlich ganz kurz auf BPA, also Bisphenol, eingehen. Das könnte man aber fast auch zu Umwelteinflüssen noch eine weitere Folge machen. Aber klar, man sollte halt einfach schauen, dass man nicht zu viel aus Plastikgefäßen oder Plastikflaschen trinkt, weil das auch viele Studien gibt, dass halt dass auch die Fruchtbarkeit wirklich nicht förderlich ist. Auch wenn man bestimmte Umfeldeinflüsse, vielleicht auch wie Strahlung oder sowas, gar nicht entgehen kann. Wie jetzt zum Beispiel ja, Abgase, Smog und sowas kann man schaffen, indem man ja vielleicht aufs Land rauszieht, so wie wir das damals gemacht haben. Aber das kann natürlich auch nicht jeder schaffen. Aber jetzt bin ich ein bisschen weg vom Thema gekommen, auf alle Fälle zum Thema Trinken. Wie kann ich mehr Tag verteilt trinken? Also auch zum Beispiel ein Kaffee zählt da schon ein Stück weit dazu. Gibt es ja auch wieder so diese These, ein Kaffee entzieht dir Wasser dann wiederum. Da gibt es, glaube ich, auch viele unterschiedliche Meinungen. Aber was natürlich da sehr gut ist, wie wir es jetzt in Griechenland oder Italien auch kennen, dass wenn ihr einen Kaffee trinkt, dann einfach immer zum Kaffee noch ein Glas Wasser dazu trinken. Ja? Also das ist dann sehr gut, dass ihr das so macht. Oder es gibt auch die Möglichkeit, zum Beispiel Kaffee ein bisschen mit Wasser zu verdünnen, wenn es jetzt heiß wird im Sommer, dass ihr euch da einen Eiswürfel reinmacht und dann das vielleicht so trinkt. Oder Tees, wie du auch erwähnt hast, ist natürlich auch ein wichtiger Faktor. Genau. Oder vorhin, was ich meinte, vielleicht eine Scheibe Zitrone oder Scheibe Orange oder irgendwie frische Minze reinmacht. Oder was wir auch schon oft gemacht haben, was sehr gut schmeckt, ist Ingwer. Dass ihr Ingwer klein reibt oder ein Stücke einfach in die Flasche reinmacht. Also da gibt es viele Möglichkeiten, um dann das reine Wasser ein bisschen attraktiver zu machen. Und jetzt sind wir gespannt, was ist denn bei euch ein Punkt? Wir würden ja mal gerne wissen, schreibt uns das gerne mal, was ist euer Thema beim Wassertrinken oder welche Frage habt ihr noch oder habt ihr auch noch Tricks, Tipps, die wir jetzt hier in dieser Folge noch nicht erwähnt haben? Das fänden wir aber spannend, wie geht ihr damit um oder habt ihr auch bestimmte Erfahrungen mit dem Trinkwasser? Also einen Tipp für die Praxis möchte ich noch mitgeben, den ihr dann eben sofort umsetzen könnt. Es gibt ja auch bei der Ernährung so eine Art Tagebuch. Und versucht doch einfach mal für die nächsten zwei Wochen mitzuschreiben, jeden Tag, was ihr trinkt. Also sind es gesunde Getränke eher, also wie nur Wasser, oder sind da viel zuckerhaltige Getränke dabei, oder ist es dann viel zu wenig, um das einfach mal sozusagen zu tracken und dann zu sehen, dann erstmal, wenn man so diesen Ist-Zustand erfasst, dann kann man schauen, was kann man verändern. Und das ist auch so unsere Devise und bei unserer Arbeitsweise, wo wir natürlich auch gerne mit euch ins Gespräch gehen, wo ihr ein kostenfreies Coaching über eine Stunde buchen könnt, wo wir uns dann auch erstmal anschauen, wie ist der Iststand bei Frau, bei dem Mann im Kinderwunsch. Und dann können wir weitersehen, wie wir zusammen erarbeiten können, wie wir euch von diesem Iststand helfen können, zu eurem Ziel, eine Familie zu gründen, weiterhelfen können. Und unsere Bitte einfach an euch, zeigt da keine Scheu, nehmt dieses Angebot in Anspruch und dann freuen wir uns, wenn ihr uns kontaktiert. Ja, und wirklich. Wir möchten euch wirklich ermutigen, nehmt das an, dieses Angebot. Wir hätten uns das sehr gewünscht in der damaligen Kinderwunschzeit, denn man ist mit vielen Themen dann ziemlich auf sich allein gestellt und es gibt keine blöden Fragen. Deswegen, ja, freuen wir uns einfach von euch zu hören und sagen, bis ganz bald und liebe Grüße aus Italien. Das haben wir am Anfang ganz vergessen, nämlich zu sagen. Ah ja, stimmt, wo wir das aufnehmen. Also wir haben heute mal im Wohnmobil die Folge aufgenommen und werden jetzt aber gleich noch vielleicht dann ein bisschen zum Strand gehen, wenn das Wetter besser wird. Und jetzt haben wir es in diesem Fall am Ende sozusagen noch erzählt und wünschen euch soweit eine schöne Woche.